Meine Lieben, ihr fleißigen Schüler, ihr mächtigen Gefährten, willkommen. Wir sind ja bei den Wiederholungen. Ich gehe noch mal kurz auf die Einleitung ein, weil da zwei Abschnitte sind, die doch immer wieder gehört werden wollen. Ich bin im Absatz 4. Du wirst das Erlernte in den Situationen am meisten benötigen, die scheinbar zu Aufregung Anlass geben und nicht in denjenigen, die bereits friedlich und ruhig zu sein scheinen. Das ist ja mein größtes Lernen, in jedem Moment still zu sein, eben nicht zu reagieren, sprich mit Liebe zu schauen, vergeben zu schauen. Der Heilige Geist ist still und reagiert nicht. Wo ist der Heilige Geist? Wem ist er gegeben? Er ist doch in mir. Er ist doch mir gegeben. Ich selbst bin es doch. Er reicht doch von Gott zu mir hinein. Und lässt Gottes Wort durch mich hindurchfließen, mitsamt dem Frieden und all der Liebe. Ein so sanfter Weg, so gütig. Und das in jedem Moment. Das ist doch unser Lernen. Deshalb wird mir das gesagt und deshalb soll ich es auch immer wieder nochmal lesen und hören. Der Zweck deines Lernens ist, dich zu befähigen, die Ruhe selber mitzubringen und Not und Aufruhr zu heilen. Weil Not und Aufruhr in Gott nicht sein können. Das existiert in Gott nicht. Keine Sorge, kein Kummer, kein Hass, kein Groll. Also muss ich damit aufhören, wenn ich das noch irgendwie in mir hege. Klaren Geistes sein, konsequent. Und das geschieht nicht, indem du diese meidest und einen Hort der Abgeschiedenheit für dich suchst. Meine Dissoziation, meine Verdrängung, meine Abspaltung. Was ich scheinbar getan habe, mitsamt all meinen Anteilen.
Und du bist ja Teil von mir. Und ich habe so lange zu lernen, bis ich keinen Trennungsgedanken mehr in mir hege. Kein Widerstand, keine Abwehr, sondern ich freien Geistes bin, reiner Geist, ewige Ausdehnung, das, was ich schon bin. Ich kann es nur durch die wahre Wahrnehmung sehen oder erfahren. Also möge ich mich ausrichten. Das ist der einzige Weg. Möge ich recht gesinnt sein, vernünftig und die Verantwortung übernehmen und nicht mehr mit Scheiße um mich werfen, was ja Projektionen sind. Das macht die Welt hässlich, ne? Unbequem, unschön. Und das muss ich wirklich verlernen. Deswegen sind wir hier im großen Verlernen, damit ich keine Urteile mehr um mich werfe. Und jetzt wird mir gesagt, dass ich ja in allem urteile, dass ich mir eine urteilende Welt kreiert habe. Ja, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie ich auf das jetzt schauen soll. Ich soll ja auch nicht mehr mit den Körperaugen gucken. Darum geht's ja eben nicht. Jetzt soll ich Jesu Augen verwenden. Christi Augen. Jesu Blick, Christi Schau. Geistige, heilige Sicht. Und meine größte Abwehr taucht auf. Weil ich so Schiss habe, dass ich das hier alles aufgeben muss. Meine schöne Kreation. Aber nichts von alledem musst du aufgeben. Deshalb braucht es unser Auftauchen, damit wir dies lehren, dass wir Gottes Wort lehren, damit wir Vertrauen entwickeln in diese Liebe, in diesen Frieden, in dieses Licht. Immer, 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 immer. Weil wir uns scheinbar so lange, tausende von Jahren, immer wieder falsch gelehrt haben. Und damit aufzuhören. Und genau hier und jetzt. Deshalb dieses Buch. Wunderbar. Danke Gott. Danke Heiliger Geist. Danke Jesus. Auch wenn es mich den Höllenschlund sehen lässt. Durch das Aufdecken meines Ego-Denksystems, was ja nur eines ist. Es gibt nur ein Ego-Denksystem.
Das ist ja mein Film. Es gibt nur einen Erlöser. Und du bist Teil davon. Du bist Teil meines Films. Meines Ego-Denksystems. Es ist aber alles eins. Es gibt nur ein Ego. Und es gibt nur einen Gott. Ich muss mich falsch entschieden haben. Und jetzt trete ich zurück und wähle nochmal neu und richte mich jetzt für Gott aus. Das ist alles. Und dabei zu bleiben, das ist unser Lernen. Geradewegs. Du wirst noch lernen, dass der Frieden ein Teil von dir ist und es nur nötig ist, dass du dort bist, damit er jede Situation, in der du dich befindest, einhüllen kann. Du bist das, der da einhüllt. Aber nicht mehr mit Groll oder Abwehr oder mit dem Urteil darum spielen. Sondern hey, gib nur Frieden, damit du Frieden erfährst. Gib nur Liebe, damit du Frieden erfährst. Liebe erfährst. Damit du all das erfährst, was dir von Gott gegeben ist. Damit hülle dich ein. Damit tränke dich. Nähre dich in jedem Moment. Genau hier und jetzt. Und dabei bleibe, damit gehe. Und endlich wirst du lernen, dass es keine Grenze gibt im Hinblick darauf, wo du bist, sodass dein Frieden, deine Liebe, dein Vertrauen überall ist, wie du selbst es bist. Wenn du es willst, wenn du wirklich Gott willst. Das braucht deine sanfte Kapitulation und deine Hingabe an Gott. Also nutze dies hier, um dich hinzuwenden, auszurichten. Deshalb die Lektionen und deshalb jetzt die Wiederholung, damit all diese Gedanken, all diese Worte ineinander fließen können. Es ist ja im Grunde alles ein und dasselbe. Damit wir uns diesem neuen Denksystem zuwenden, hinwenden, vertrauen, hingeben, uns öffnen. Für die neue Welt, für das neue Denken mit Gott. Damit ich vollständig mit Gott denke, ganz und gar. Und deshalb nutzen wir jetzt die Zeit wieder, in die Lektion hineinzugehen. Und wenn du selbst einen Abschnitt lesen willst, dann
Öffne dein Mikrofon. Es muss nicht immer der gleiche Ablauf sein. Es ist alles möglich. Wenn du den Ruf hörst, hier zu sprechen, dann sprich. Die heutige Wiederholung behandelt folgende Gedanken. Ich rege mich auf, weil ich etwas sehe, was nicht da ist. Die Wirklichkeit ist nie beängstigend. Sie könnte mich unmöglich aufregen. Die Wirklichkeit bringt nur vollkommenen Frieden. Wenn ich mich aufrege, liegt es immer daran, dass ich die Wirklichkeit durch selbst erfundene Illusionen ersetzt habe. Die Illusionen regen mich auf, weil ich ihnen Wirklichkeit verliehen habe und deshalb die Wirklichkeit als Illusion betrachte. In der Schöpfung Gottes wird nichts in irgendeiner Weise durch diese meine Verwechslung berührt. Ich rege mich immer über nichts auf. Nummer zwei. Ich sehe nur die Vergangenheit. Wenn ich mich umsehe, verurteile ich die Welt, die ich betrachte. Das nenne ich Sehen. Ich lege allen und allem die Vergangenheit zur Last und mache sie so zu meinen Feinden.
Wenn ich mir selbst vergeben und mich daran erinnert habe, wer ich bin, werde ich alles und jeden segnen, den ich sehe. Es wird keine Vergangenheit geben und deshalb keine Feinde. Ich werde mit Liebe auf alles schauen, was ich vorher nicht sehen konnte. Nummer 3. Mein Geist ist mit vergangenen Gedanken beschäftigt. Ich sehe nur meine eigenen Gedanken und mein Geist beschäftigt sich nur mit der Vergangenheit. Was kann ich also so sehen, wie es ist? Lass mich daran denken, dass ich die Vergangenheit betrachte, um zu verhindern, dass die Gegenwart in meinem Geiste dämmert. Lass mich verstehen, dass ich versuche, die Zeit gegen Gott zu nutzen. Lass mich lernen, die Vergangenheit wegzugeben und begreifen, dass ich dadurch nichts aufgebe.
Nummer 4. Ich sehe nichts, wie es jetzt ist. Wenn ich nichts so sehe, wie es jetzt ist, kann man wahrhaft sagen, dass ich nichts sehe. Ich kann nur sehen, was jetzt ist. Die Wahl besteht nicht darin, die Vergangenheit oder die Gegenwart zu sehen. Die Wahl besteht nur darin, zu sehen oder nicht zu sehen. Das, was zu sehen ich mich entschieden habe, hat mich die Schau gekostet. Jetzt möchte ich noch einmal wählen, damit ich sehen möge. Nummer 5. Meine Gedanken bedeuten nichts. Ich habe keine privaten Gedanken. Und doch sind es nur private Gedanken, deren ich gewahr bin. Was können diese Gedanken schon bedeuten? Sie existieren nicht, somit sind sie bedeutungslos. Doch ist mein Geist Teil der Schöpfung und Teil ihres Schöpfers. Will ich mich nicht lieber dem Denken des Universums anschließen, als alles, was wirklich mein ist, durch meine erbärmlichen und bedeutungslosen privaten Gedanken zu verschleiern?
Ich rege mich auf, weil ich etwas sehe, was nicht da ist. Ich rege mich immer über nichts auf. Den Illusionen hingegeben, anstatt Gott. Also kehr's um. Gott ist überall. In jedem Moment, in allem. Er latscht mit mir überall hin. Ich entscheide, Gott vollständig in mir zu sehen, anzunehmen. Sprich mich selbst. Und mich nicht mehr auf meine Geschichte, auf die Vergangenheit zu beziehen. Gott ist genau hier und jetzt. Es sprengt den zeitlichen Rahmen und lässt mich darüber hinausschauen. Dieses Jetzt ist nicht die Gegenwart, die ich kenne. Es ist ja so viel mehr. Es ist die Ausdehnung des Geistes Gottes aus dem gegenwärtigen Moment heraus. Und dann kann ich nicht mehr in zeitlichen Begriffen denken, weil das alles keine Rolle spielt, weil das nicht existiert. Also möge ich verlernen, mich mit vergangenen Gedanken zu beschäftigen. Mein Geist ist mit vergangenen Gedanken beschäftigt. Und darauf reagiere ich hier durch mein Urteil. Ich schmeiße die ganze Zeit die Vergangenheit hier hinaus. Ab allem mein Urteil auferlegt. Meine Geschichte, meine Erfahrung damit. Und das klebt da dran. Tritt zurück und wähle nochmal neu. Schau jetzt mit Gott. Und deine alten Gedanken werden vergehen. Dein Ego-Denksystem wird vergehen. Dieses eine System wird vergehen. Ich muss da nichts tun. Es geht wie von selbst, weil ich mich neu ausrichte, weil neue Gedanken durch mich hindurchströmen wollen, weil ich mich selbst erfahre, erkenne darin, weil ich das will, weil ich das bin, weil das meine wahre Natur ist. Mit den Körperaugen sehe ich nichts. Ich sehe nichts, wie es jetzt ist. Ich täusche mich. Das hier spielt alles keine Rolle. Und dennoch kann ich es sehen, aber dann mit Gott in meinem Geist, damit ich es anders sehe, neu sehe, solange ich hier auf der Wahrnehmungsebene bin. Und das, was ich mit meinem alten Denksystem denke, ist bedeutungslos.
Diese Bilder, die ich gemacht habe, sind bedeutungslos. Meine Geschichte ist bedeutungslos. Ich habe ja durch meine eigenen Gedanken mir eine Privatheit aufgebaut. Und das ist schon Dissoziation. Das ist schon Trennung, die ich auch noch für mich behalten will, obwohl sie jeder schon gedacht hat. Das bemerken wir doch, wenn wir uns hier austauschen. Es kommt dir doch alles bekannt vor, was scheinbar die Brüder so sagen. Da ist nichts Neues. Da ist nichts, was uns wirklich nährt, solange ich nicht wirklich mit Gott in meinem Geist unterwegs bin. Deshalb braucht es die Auferstehung, wirklich den Willen Gottes tun wollen. Ja, ich will. Ich will mich in der Liebe erfahren. Es braucht die eine universelle Erfahrung, das universelle Denken. Und das ist nur mit Gott denken, mit Liebe denken, mit Frieden denken, Vertrauen geben. Das sind nicht viele Gedanken, weil es nur Ausdehnung ist. Also möge ich meine Privatheit sprengen, wie so eine Wundertüte. Und all das, was schon immer in mir drin war, ist, all die Liebe, all der Frieden, fließt einfach hinaus. Totale Ausdehnung. Einfachstes Sein. Natürlichstes Sein. Das ist das Wunder. Der Wandel von der Knalltüte zur Wundertüte. So schön. Mein lieber Bruder, es ist alles gut so, wie es ist. Wir sind so gesegnet, so geliebt, so wundervoll getragen, so sicher und behütet. Möge ich diese Sicherheit ausstrahlen, geben. Ja, mächtiges Lernen und Verlernen. Danke, 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 danke. Ja, ich will lernen. Ja, ich will mit Gott in meinem Geist sein. Ja, ich will Gottes Geist durch mich erfahren. Ich will sehen. Ich will wahrlich sehen. Mich eben nicht mehr fürchten vor dieser neuen Nähe oder ungewohnten Nähe.
mich schon gar nicht mehr durch den Körper irritieren lassen. Das ist gar nicht so einfach, wenn ich ja ständig diese Bilder sehe. Ja, da weiter aufzuweichen. Wir sehen uns. Heute Abend bin ich wieder da. Danke, danke, danke. Gottes Segen. Gottes herrlichen Segen.